Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir aus Kanbala geflüchtet. Ich kann mir einfach die Orte nicht merken. Und müssen uns jetzt nach Xandu begeben, weil Hamil irgendwie von Rushagul angegriffen worden ist. Und das wollen wir nicht. Und besonders Elise will das nicht. Und hier ist Elises Lied. It's snowing. It sure is. I just thought up a snow song. It snowed last night. Mila and the four had a pillow fight. Sylph tore up the clouds in sight. Tossed down all the feathers white. What a great song. That was perfect. What was that? Elise has a new hobby? Das war ein schönes Lied, Elise. So, du bist ein Ausrufezeichen-Gegner. Halt! Gerichte. Haben wir irgendwas, was Geld und Erfahrungspunkte geben? Weil die geben schon an sich, glaube ich, voll. Ja, hier. Zack. Okay, komm her. Verdammt, warum war das kein Hinterhalt? Hinterhalt! Von hinten! Oh mein Gott. Schmelzwasser, Meerfisch. Boah. Aber wie kann mir das bitte schon wehtun? Zack. Boah, ist das Spiel am Lägen. Ja, wer willst du denn? Ja. Verdammt, Fireball, bam, 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 bam. Nein, nicht Wasser. Erde, geil. Natürlich brennt. Zack. Und, oh, ihr steht jetzt alle wunderbar. Sterbend. Und nochmal. Zack. Hey. Hey, ich treffe dich noch. Geil. Schau, wie cool der auch. Verdammt, nicht getroffen. Egal. Fireball, bam, 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 bam. Warum sind jetzt alle hier hinten? Was soll das? Und zack. Ron kämpft irgendwie voll stylisch. Zack. Und Mila und Leia haben Level Up. Und Lise. All die Mädels. Super. Dann kann ich mal gucken, was ich mit Elise hier aufleveln kann. Und ich bin schon wieder auf Jude gegangen. Mann. Du brauchst noch eins. Ich möchte mal gucken, was könnte ich denn auf die neuen Dinger hier lernen. Ich habe noch keins hier angefangen, was soll das? Na gut, ich war hier als letztes, also denke ich mal hier. Ja. Achso, ja, stimmt. Dann nehmen wir erst hier das und hier das noch mehr FP. Nee, okay. Deswegen verreckt sie die ganze Zeit. Sie hat zu wenig Vitalität. So, gehen wir mal zur ersten Kugel. Was haben wir denn alles hier? Tipo Beben. Geist hoch. 1%ige Chance, das TP Maximum am Ende des Kampfes um 1% zu steigern. Geil. Leben hoch, 2%ige Chance, das KP-Maximum. Geil. Tipo-Fladen. Die bläst sich im Resort. Wenn die raus ist, wird er noch größer und stärker. Gibt hier, ich würde ehrlich gesagt das hier erst nehmen. Das hier. Geist hoch. Um am Ende eines Kampfes um 1% zu steigern. Zack. Schön. Ich glaube, 2 Kugeln sind bestimmt schon das Maximum, oder? Oh, da ist rot und das hier ist blau. So. Dann nehmen wir noch Geisterlauf. Beim freien Lauf, achso, ja. Na, ich muss mich immer hier umgucken, was ich hier lerne.
Dunkelheit, nein. Glücksobjekt, 10%. Ich verbrauche. Okay, nimm mal das. 1, 2, 3, 4. So. Und Elise, du bekommst hier. Das ist immer geil. Ah, okay. Nein. Doch, warte. Ja, so viele Dinger schon. Luft rückwärts, Schritt. Habe ich schon ganz vergessen. So. Dann gehen wir mal nach Jandu. Zack. Ach, hier können wir nur. Dann setze ich mich mal wieder aufrecht, anstatt zu gemütlich hier zu sitzen. Da muss es ja schon professionell machen, ne? Beim Aufnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Platz ich noch auf meiner Festplatte habe. Ich glaube, die war schon gleich voll. Ich muss mal gleich wieder Matthias entleeren. Wie aufpassen, naja, steht da auf einmal, oh, sie haben keinen Platz mehr. Ihre Datei konnte nicht erstellt werden. Und wenn ich irgendwo mittendrin bin, ist dann noch schlimmer. Ich habe jetzt 3-4 Parts aufgenommen oder 2. Und ich hatte noch, glaube ich, 12 GB, das reicht noch. Hier mal nicht in Full HD und so was alles auf. Muss ich mir keine Sorgen machen. Naja. I'm sorry, we'll have to talk later. Can we depart right away? Well, I guess that's possible. You in some kind of hurry? Yeah, the king's men are hot on her. Was? Der König ist was? Oh, was machst du hier? Alvin? They're on a wild goose chase in the mountains right about now. You threw them off our scent? Is this some kind of peace offering? What? It's only natural I helped you. We're friends, are we? Oh, komm mir bloß nicht so. Come on, you don't believe me? I know you've put your trust in me before. Would it kill you to give me another shot? I guess not. Attaboy. Welcome back. I'm glad that you're safe. Thanks. Gut so, Elise, halte dich von diesen großen Typen fern. Ja, aber er hat auch verraten, wo der Schlüssel ist. New people sure have a lot of drama in your lives. I'll be in front of the Wyverns. Come see me when you're ready to fly. Finally time. We'll saddle up as soon as we're ready. Right. Mein Facepalm. Aha. Warum? Warum nehmen wir den Verräter wieder in unsere Gruppe auf? Warum hört denn niemand in diesem Spiel auf mich? Ich bin doch kein böser Mensch. Oh, KP Maximum. Noch mehr. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ja, das wollte ich nehmen. Ich wollte noch nicht Bewegung nehmen. Ich wollte Wit nehmen. Vitali. So, weiter. Mit dem Verräter im Schlepptau. Los, es ist Zeit ins Bett zu gehen. Hammel, was nun? Are you okay? You look pale. I'm fine. I just keep thinking about Hamel. What happened there isn't your fault. You should try forgetting about it. I guess that's easier said than done. Maybe it would help to go see Hamel for ourselves. Ja, aber da Elvin ja
pennen will. Was? Wait, hold up. Still having doubts about me, huh? It looks like you're not the only one. Fine, fine. Remember the first time the three of us went to Niakara and I went off by myself? The time that I came out of my shrine and Jude was the only one there? That's the one. I was off meeting with Wingle. So you had a secret arrangement with them? To hand Mila over if she became a problem? How could you? Stabbing Mila and Jude in the back like that? Hold it. Yeah, I was working a few different angles back then. But this time I was just using that to our advantage. You know, the only reason we were given permission to use the Wyverns is because I arranged that with them ahead of time. Wait, so when you betrayed us in front of Gaius... Yep. If I hadn't pretended to betray you there, they never would have let us ride the Wyverns. That's why I lied and told them you ran in the opposite direction of Shandu. I want to believe you, but I can't. Gut so. Nein, kein noch nicht. That presswoman we met at Kijara Sea Falls. It seemed like you already knew her. What do you want to know? Who is she, really? How can we trust you if you keep hiding information from us? Hey, all right, calm down. No need to get snappy. Do you even know what you're putting us through? I met her when I was working for Rashagal's intelligence service. At the time, she was an Azul secret agent working undercover in Fenmont. And? After that, we became more personally involved. You probably don't want to know the specifics. Okay, I believe you, but I still don't trust you. You're so cute. That's good, so. Stop that. I'm still angry at you. All right, all right. Alvin, can I ask you one last thing? Of course. Tell us why you're helping us. What's in it for you? You're asking that now? Because I love the hell out of you guys, of course. Oh, goodness. More lies! How could you even think that? I'm hurt. Natürlich bist du das. So, wir gehen mal ins Gasthaus. Da kommt noch eine Cutscene. Was ist jetzt los? You don't look so good. Maybe we should take a few days off. No, we can't afford to do that. Ja, wir sind schon passend angezogen. Ah, oh, ow, such agony. I think I just threw out my back again. Oh no! My, acute hiccup disorder. It's totally flaring up. That sounds pretty serious. You two need to get some rest. Please! Yes, please. Ow, ow, ow! Well, I'd hoped to get an early start tomorrow, but I guess we can push our departure back a bit. Also, ein bisschen Freizeit muss auch sein. Does your Aspirixis still hurt? No, not as much as before. Before? Before it was so bad that you passed out from the pain. Without the Aspirixis, I wouldn't be able to stand, let alone walk and fight. To me, there is no greater pain than having something to do and being unable to do it. Thanks to this, I can do what I have to. The pain is a small price to pay. How's Mila doing? She's pushing herself too hard. Mila's so composed that it's easy to forget sometimes. But the fact is, she's making a difficult journey after suffering a terribly debilitating injury. And taking it easy doesn't seem to be in her vocabulary. If only there was some way to alleviate her pain, even just a little. Oh mein Gott, über was denkt Jude nach? Wir werden es im nächsten Part herausfinden. Bis dann. Ciao.